Hallihallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Redlets Technik LP. Heute wird es wieder ein bisschen technischer, aber zu Beginn werden wir uns um die Bienen kümmern, die nochmal anschubsen. So, ach nee, die wursteln noch. Na so gut, wenn die wursteln, außer die hier natürlich, die ist schon wieder ein Hybrid, das war eigentlich nicht so geplant. Dann muss ich hier nochmal schauen. Naja, vielleicht mutiert sie ja trotzdem. Halt. So, kultiviert, kultiviert, sehr schön. Ja, kultiviert ist doch super, die ist doch schon mutiert. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die nicht wieder zum Rastigen wird. So, ich möchte ja diese Industrial irgendwann haben. Da könnten wir... Das könnte gut gehen. Moment, muss man was schauen. Ja, das werden wir mal so versuchen. Ich habe natürlich jetzt nichts dabei, oder doch hier. Eine Irdene. Die müssten wir dann mal kreuzen mit einer Irdenen. Dann hätten wir die Chance, dass eine Industrielle rauskommt, ne? Kürzeres Leben langsamster Arbeiter. Ich hätte gern, dass die Nacht aktiv ist. Das ist nämlich auch so eine Sache. Okay, das können wir ja trotzdem versuchen. Ich versuche es einfach mal. So, das nehme ich mit. Ist ja egal. Wir haben jede Menge Zeit für diese Geschichten. Brauche ich hier irgendetwas? Ich überlege nämlich gerade so ölmäßig. So. Also, ich habe ja geplant, hier unseren Bildkraft-Energiegenerator, das, ja, müssen wir schauen, mit Materialien, irgendwas müssten wir nachmachen. Genau, hier eine Combustion Engine und wir müssen nachmachen einen Wassergenerator aus dem Mod Thermal Expansion. Das war was mit Aqua, Aqua irgendwas, hier ist er ja schon, Aquarius. Genau, da haben wir hier so einen Maschinenblock. Dann brauchen wir hier noch diesen Pneumatik-Servo. Ein zweites Mal, wir brauchen die Pisten. Tür zu. Hier habe ich schon wieder irgendwas geplant. Oh nein, das waren zu viele. Zu viele Zahnrädchen, Stone Gear. Ich nehme an, das sollten Combustion-Maschinen werden. Ne? Gehen wir schwer von aus. Das machen wir dann. Jetzt kommt der Pneumatik-Fuzzi. Da machen wir auch nur einen. Da kommen wieder zwei Pisten rein und zweimal Glas. Das ist nämlich die eigentliche Pumpe, die da drin automatisch fördert. Machen wir noch einen. Wenn wir schon mal dabei sind. Ach, hier, los. Jetzt haben wir keinen Pisten mehr. Doch, hier. So. Und dann muss ich nochmal schnüffeln hier. Mit den Steam Engines. Bin ich schon vorbeigehuscht? Wo seid ihr jetzt, ihr blöden Dinger? Ich vergesse das Zeug auch, weil ich zwischendurch sehr, sehr, sehr viel andere Dinge machen muss. Texturen, dann bin ich auf der Suche nach Modifikationen, verfolge die ganze Szene so ein bisschen und ja, und dann vergesse ich das natürlich auch wieder. Den ganzen Schotter. Halt hier, 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 hier müssen wir, ja. Ist ein bisschen ihr. So, da brauchen wir diese Stone Gear, einen Pisten, dreimal Eisenglas. So. Pisten, Eisen und Glas. Ne, das war falsch. Mist. Iron Gear. Ich habe Stone Gear genommen. Na gut, dann kann das nicht gut gehen. So, aber jetzt, ne? Da mache ich auch mal ein paar mehr. Das reicht jetzt dummerweise nur für zwei. So. Und der Wassergenerator fehlt uns immer noch. Da müssen wir nochmal hier runter. Das ist bei mir relativ weit unten. Weil natürlich die IDs jenseits von 255 jetzt belegt sind. Gut, dann bauen wir dann mal den Krempel zusammen. So. So. Oben kommt wieder ein Zinneimer her. Haben wir Zinn am Starten? Nein. So.
Ein Zinneimer und Glas. Ne? Zweimal Glas. Die zwei. So, dann haben wir diesen Bursche auch. Dann können wir hier alles einladen soweit. Ich hoffe, wir brauchen nichts mehr. Waben können wir abgeben. Die Seidenen müssen wir auch unbedingt nochmal anstoßen. Die kommt dann als nächstes rein. Und hier haben wir diese moosige Wabe, die kommt hier rein. Und dann habe ich hier noch ein Ding gesehen, so ein Pneumatik-Servo, der jetzt ein bisschen ungünstig in der Gegend rumbummelt. Bitteschön. Einmal machen wir später. Jetzt hole ich erstmal hier den Krempel. Zwei Combustion-Maschinen habe ich schon, dann brauche ich die vier nämlich jetzt mit, Raffinerie, die ganzen Pipes, die ich vorbereitet hatte, die logischen Gates und für weiß der Geier, was für was wir diese Schalter brauchen. So, und das ist jetzt wieder ein bisschen eine tricky Sache. Als erstes, lass mich mal schauen, mache ich hier gleich einen Glasblock drunter. Der dient der Isolation. Jetzt nehme ich das scheiß Schwert, weil ich keine Lust habe, hier das Inventar ständig umzuswitchen. Und hier ziehen wir dann das Öl raus. Das können wir eventuell. Moment, wo sind die Wooden Pipes? Wooden Waterproof. Hallo? Da kommen wir natürlich nicht weit. Du Schaufel, du musst mal hier verschwinden. Wooden Waterproof. Hier. So. Stone Waterproof brauchen wir ja auch. Und Redstone Waterproof haben wir bei. Gut. Ach so, die Gates. Na, ist egal. Die Gates könnt ihr zur Not nachschlagen, wie man die craftet. Wir werden es später im Verlauf sowieso nochmal machen. So, hier kommt eine Wooden Pipe her. Und die Raffinerie sitzt dann. Es kommt nämlich noch was sehr Wichtiges, nämlich eine Redstone-Pipe. Die sorgt unter anderem dafür, dass wenn das Öl alle sein sollte, diese Maschine nicht weiterläuft und im Grunde genommen im Kreislauf und versucht Benzin zu machen wie bekloppt, dann verbrennen wir ja im Grunde genommen das Benzin sinnlos. Ist ja Schwachsinn. Und dann kommt hierher diese Raffinerie. Gleich hier. Hier wurstelt die. Das ist schon mal das eine. Jetzt müssen wir auch mal schauen. Ich muss mal auf meinen Plan, auf meinen groben Plan so ein bisschen gucken. So. Das sehe ich jetzt hier ein bisschen ungünstig. Wie machen wir das jetzt am blödsten? Also hier muss auf alle Fälle eine Redstone-Maschine her. Ich werde das wahrscheinlich mit zwei machen. Aber wir wursteln jetzt erstmal eine dran. Und hier hinten, ich denke auf der Höhe, ganz genau auf der Höhe des, auf dieser Ebene hier, müsste der Wassergenerator sitzen. Jetzt bräuchte man hier eine Pickaxe. Stein haben wir bei, oder? Nee. Ich brauche mal sauberen Stein. So, die lasse ich gleich da. Rucksack brauchen wir nicht. Bisschen schneller. Essen müssen wir nichts. So. Wer weiß, ob wir überhaupt das ganze Wasser brauchen. Wir können ja auch eins hier hintergehen. Dann eventuell nach vorn freilassen. Da müssen wir gucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie wir das machen. Das hängt ja auch ein bisschen vom Platz ab. Und ich probiere das ja nicht aus, sondern ich baue das jetzt freie Schnauze. Und dann kommt erstmal der Wassergenerator hier rein. Und wir müssen Wasser organisieren. Moment, da können wir doch hier hinten gleich raus. Aber wir haben keine Eimer bei. Und dunkel wird's auch schon wieder. So. Bialyser, du musst weichen. Wir schlafen. Nein, schlafen nicht. Dann hole ich halt gleich das Wasser. So. Und schlafen. Gut, und wenn wir dann den Wassergenerator haben, der versorgt nämlich diese beiden Bildkraftmaschinen mit entsprechendem Kühlwasser. Oh, Moment, ich glaube, ich habe Mist gemacht. Wir müssen, glaube ich, eins weiter hindern. Lass mal schauen hier.
Na, es wird sich zeigen. Kriegen wir alles gebacken. Muss ich mal kurz gucken, wo die Bildkraftmaschinen eigentlich saßen. Ja, wir müssen noch weiter hier hinter. Das hier ist nicht gut. So, der Bursche sitzt nämlich hier. Deswegen habe ich ja gesagt, wir brauchen nach hinten immer noch so ein bisschen Platz, ne? So. Ach so. Da können wir hier gleich einmal Wasser reintun. Das können wir ruhig machen. So. Und dann machen wir hier einen Block her. Okay, könnte ein Tick schneller gehen, ne? Na, schauen wir mal. Hallo. Dann machen wir hier... Lassen wir auf, da laufen nämlich Leitungen vorbei. Jetzt muss ich trotzdem nochmal was schauen. Das kommt ja hoch und hier vorne sitzen die Bildkraftmaschinen. Hier irgendwo. Hier sitzt die erste. Und einen Bildkraftschlüssel haben wir auch nicht. Wir können die Maschinen nicht drehen. Das ist doof. Was tun wir denn mal hier raus? So, und die Erde. Wir haben zur Not Holz. Das können wir benutzen. Und dieser Bildkraftschlüssel. Das war auch so ein Teil. Vergessen hab. Hier. Diese Wrench, da brauchen wir einen Stone Gear und dreimal Eisen. Dann haben wir es schon. Stone Gear. Und dreimal Eisen. Gut. Wieder ein Werkzeug mehr im Rucksäckchen. Hier sitzt eine. Ich hoffe auch die Höhe passt. So, das geht nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen eng, das zählt alles nichts. Oh, Hackebeichen habe ich nicht da, da muss das Schwert erhalten. So, und hier hinten sitzt dann. Waterproof. Das müssen wir auch nicht überwachen. Das funktioniert tadellos. So, und dann haben die beiden Burschen hier schon mal Wasser. Hier mache ich jetzt noch einen Block Wasser her. Das läuft jetzt hier rum. Das macht aber nichts. Und jetzt kommen hier zwei konduktive Pipes her. Ich muss das erstmal anhalten, dann schauen wir weiter. Und dann müssen wir hier unten drunter aushöhlen. So. Und hier kommt eine Wooden Pipe her, die nämlich dann permanent dieses fertige Benzin hier rauszieht. Wooden Pipe. So. Nee, Moment. Was ist denn das für ein Quatsch? Die müssen mal weg. Die Wooden Pipe kommt hierher. Ich muss mal kurz das Wasser hier stoppen. So. Die sitzt hier. Ganz genau, Wooden Pipe, wo bist du? So. Und das Ganze fließt dann nach vorn. Das lasse ich mal noch auf, weil wir noch nicht wissen, wie es hier weitergeht. Und diese Wooden Pipe, die sorgt dann zum einen dafür, dass Benzin hier lang fließt. Mal gucken. Hier. So, so,
Es geht nämlich wieder schön zurück hier. So, ne? Und jetzt haben die beiden dann Benzin. Also Wasser und Benzin brauchen sie alle beide. Und was hier auch noch eine unheimlich wichtige Sache ist, da müssen wir mal gucken, wo, wann und wie wir das hier anflanschen. Da kommt nämlich noch eine Redstone-Pipe her. Hier können wir noch einen Wasserblock zur Not hinmachen. Das lassen wir alles auf. Und hier geht es dann weiter. Das ist nämlich der Ausgang. Und zwar könnten wir hier jetzt... machen wir es erstmal so. Und hier sitzen dann die Tanks. Von hier geht es dann aus weiter. Jetzt kommen die Tanks hier rein. So, prima. Und jetzt entweder gleich hier, aber das ist auch so eine Sache. Da kommt nämlich jetzt die Redstone-Pipe hin. Und wir müssen hier das oben auch noch anschließen. Ich werde vermutlich diese Glocke benutzen. Die läuft da. Jetzt werden wir mal gucken. Benutzen wir mal ID 2 mal schauen, ob es klappt. Wenn nicht, ja, wird sich zeigen. So, prima. Die, ach Quatsch, da muss doch die Redstone-Maschine erst her. So ein Quatsch. So, Redstone-Maschinchen hier. Hier können wir nichts hinstellen, weil wir hier detektieren, ne? Also muss hierher ein Transmitter. Ich mache das bewusst hier mit Wireless Receivern und sowas. Und zwar fangen wir hier mal bei 10 an. Die unteren IDs halte ich mir noch frei. Das ist dann ein Steuersensor sozusagen. Der geht an die Logik. Und hier kommt jetzt die Glock hin. Moment, da müssen wir mal schauen, wo die hinstellen. Receiver. Eventuell hier oben drüber, ne? Das wäre ein Projekt. Oder hier. Da ist das Fenster verdeckt. Nein, du kommst hierher. Da habe ich gesagt 2. Der sorgt nämlich dafür, dass das Öl hier reinkommt. Falls der Druck nicht reicht, brauchen wir einfach noch eine zweite Redstone-Maschine. Die kann man auch permanent laufen lassen, aber ihr wisst ja, ich kann das nicht leiden. So. Ach, das ist ein Transmitter wieder. Dass ich immer das falsche Gerät erwische. So, Receiver 2. Prima. Dann läuft das hier rein. Dann versuche ich es mit der Redstone-Pipe einfach mal an dieser Stelle. So, und da mache ich die Logik hierher, weil ich gerade sehe, dass ich hier einen Haufen Platz habe. Und zwar muss das die Geschichte so sein, dass wir hier ein NOR brauchen. Das ist ein NOR-Gate, ne? Da ist ein Strich drauf. Das heißt, liegen hier nicht OR-Signale an, dann haben wir ein High-Signal am Ausgang. Und hier, das mache ich jetzt bewusst von hier, weil wir es wahrscheinlich nochmal umbauen, brauchen wir nochmal ein invertiertes Signal, das erfasst jetzt Folgendes, ist hier, da müssen wir jetzt einen Receiver 10 anschließen. Der kommt jetzt hier hin. Ich erkläre es gleich. Muss mich noch konzentrieren, sonst wird das hier nichts. So, also einmal haben wir hier dieses Signal von dieser Pipe. Die ist jetzt leer, also ist das hier true. Aber nur, wenn hier true ist. Moment. Wieso ist die jetzt an? Ach so, weil voll ist. Nur wenn hier true ist, ja, habt ihr gerade gesehen, wie der umgeschalten hat, dann soll hier ein Steuersignal rauskommen. Das sorgt nämlich dafür, dass die Maschinen laufen. 11. Und die 11 steuert hier unsere Redstone-Maschine. Jetzt müssen wir uns das nochmal hindrehen. Redstone-Maschinen, Combustion-Maschinen. Nämlich so.
Und hier stellen wir den Receiver oben drauf und einfach einen Block, Stein oder Holz. Ich nehme halt gerne Holz. Receiver. Elf, das ist 10 und das wäre 11. Also die 11 hat jetzt hier auf wahr geschalten, weil hier noch leer ist. Hätten wir hier ein High-Signal, kann euch das mal zeigen, dann würde er die Maschinen abschalten. So ist es richtig. Ganz genau, so muss das sein. Und jetzt müssen wir gucken, ob das mit der Redstone Pipe ja auch richtig klappt. Man kann sie nämlich auch an andere Stelle machen. Das klappt nicht immer. Das hängt ein bisschen mit der Leitungsführung auch zusammen, ne? So, dann mache ich hier mal dicht. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Das hier hinten brauchen wir, wie es scheint, alles nicht mehr. Hier müssen wir mal gucken. Dann nicht, dass irgendetwas mitgesteuert wird. Nein. Ich lasse es trotzdem mal auf, diesen einen Block. Geh schnell ins Bett. Wir haben ein bisschen Schiss hier. Außerdem ist es saudunkel. So. Dann nehmen wir das Ding gleich in Betrieb. Sperrt. Mit Schwert schlafen ist eine todsichere Sache. So, und jetzt müssen wir Öl reinkippen in die Maschinen, dass die überhaupt anlaufen. Jetzt gucke ich. Ach nee, wir haben ja noch hier keine Energieverbindung. So. Hier, das bräuchten wir nicht mehr. Hier erstmal auch nicht mehr und hier mache ich jetzt noch einen Wasserblock hin. Wenn ich es mir schon leisten kann, warum eigentlich nicht? So. Dann hat der Bursche nämlich ausreichend hier Power, ne? Sehr schön. Prima. Öl. Halt, Öl ist doch hier. So. Und jetzt tu mir einfach hier in eine etwas Öl rein. Das reicht, das war's. Jetzt läuft die Raffinerie auch an, automatisch, macht hier Benzin. Das Benzin wird hier unten rausgezogen. Jetzt weiß ich nämlich auch für was. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Hier muss noch eine Redstone-Maschine her. Und ein Receiver. Da können wir wieder eine Glock anschließen. Ganz banal. Wo sind jetzt die Receiver? Transmitter, ich brauche noch einen Receiver. Mal die Maschine hier reintun. Dann muss ich noch einen produzieren, wie es aussieht. Nee, hier ist einer. Man kann ja auch eine Leitung. Mensch. Und zwar, wenn ich das hier herstelle. Nee, wegen der Redstone Pipe. Ich mach's erstmal hier. Das ist egal jetzt. So. Ich möchte das eh nochmal umgestalten. Von daher passt das. So, und jetzt müsste das Benzin hier rausgefördert werden. Fließt hier einmal in den Tank. Und fließt einmal hier hinten zurück. Jetzt läuft schon die zweite Combustion-Maschine, weil die betankt wurde automatisch mit Benzin. Hier ist noch Öl drin. Ist das Öl leer, fließt automatisch Benzin rein. Und dann steigt natürlich hier die Energie, ne? Aber mit Benzin fördert die ja ein bisschen mehr Power. Ja, jetzt läuft der Laden schon. Dann beobachten wir das mal. Und dann bauen wir hier den Schotter noch um. Weil das mit diesen Clocks, das weiß ich noch nicht, ob. Das ist nämlich so, dass das teilweise hier zurückfließt. Also hier wäre es sinnvoll, eine Eisenpipe. Das mache ich jetzt mal. Dass das hier nicht zurückfließt. So. Ganz genau. Gut, dann lassen wir das jetzt so. Und gucken, ob es stabil läuft. Wenn nicht, bauen wir es um. Ansonsten
bleibt alles so, wie es ist, und dann ist hier unser fertiger Benzingenerator vollautomatisch gesteuert. Mit Wasserversorgung stabil, auf Dauerbetrieb ausgelegt. So, und mit diesem Benzin, das pumpen wir dann hier wieder raus, ne? Das holen wir uns dann später hier ab. Ich könnte hier noch einen Tank draufstellen. Und damit befeuern wir eine Bildkraftenergieanlage. Tanks haben wir hier nicht mehr da. So, Gläschen. Machen wir mal 4 voll und das soll auch reichen. Also wir machen das nicht so massiv wie in unserem 1.1 LP. Möchte ich auch nicht. Ich möchte über viele Dinge machen und die dafür bescheiden, aber auch funktional. Ja, das optimieren wir dann später. Wir werden eh hier umbauen müssen. So, wie schaut's aus? Das dauert noch eine ganze Weile, bis das Öl hier verbraucht wird. Dann haben wir volle Leistung, wenn da ebenfalls Benzin drin ist. Aber hier, ne, das füllt sich jetzt wunderschön auf. Ist der Tank voll und ist diese Leitung hier komplett voll? Also diese Leitung hier komplett voll, dann schaltet er ab. Und ist das Öl alle, schaltet er auch ab. Damit hier die Dinge nicht leerlaufen. Ne? Da muss man sich nicht mehr drum kümmern und kann in Frieden irgendetwas anderes tun. So, das soll es gewesen sein. Ich mache ein Päuschen. Ich lasse das jetzt ein bisschen tuckern und guck dann bei den Bienen mal vorbei. Aber das machen wir dann auch zusammen. Gut, ich wünsche euch was. Tschüss.